武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Heute geht's mit der Movie Ten Saga weiter, beziehungsweise wir beenden die Villains, wenn man so will. Der letzte, der noch übrig ist, ist Super 13. Und da seine Werte leider auch nicht so toll sind, musste ich ihm sogar zwei Senkai-Buffs geben, zur Sicherheit. Ich spiele ihn auch im Movie-Saga-Team, weil nur seine Last-Man-Standing-Fähigkeit ist halt auf Cyborg ausgerichtet. Der Rest ist so an sich in Ordnung. Klar bufft er nur Cyborgs, aber das ist hier nicht so dramatisch. Sein Toolkit ist immer noch ziemlich gut. Er hat den Schwungwurf, zugefügter Schaden 20% ab. Bei Treffer Gegner erhält Attributsabzug, Regenerationsgeschwindigkeit 50 down. Man kann alles so ziemlich anketten. Er hat noch hier seinen tödlicher Zerstörerangriff mit 30% Chance auf Unmacht. Er kriegt 30 Ki und Lebensenergie wieder, wenn er seine grüne Karte einsetzt. Das ist halt für uns jetzt gerade hier unwichtig. Das ist so behindert, dass schon allein die Fähigkeit fürchterliche Fusionskraft heißt. Der ist nicht fusioniert. Er hat höchstens absorbiert. Aber das habe ich schon ein paar Mal erwähnt bisher. Gegen Super Saiyajin 30% Schaden ab. Nach 3 Zeiteinheiten zugefügter Schaden ab. Nach 5 Zeiteinheiten Ki-Regenerationsgeschwindigkeit 35% ab. Nach 10 Zeiteinheiten zugefügter Schaden 25% ab. Und wenn bei Kampfantritt ausgewechselt wird, Wartezeit aller Gegner um 2 verringert. Das ist ziemlich cool, weil der Gegner wird daran gehindert, halt ständig auszutauschen. Das finde ich gar nicht mal so unpraktisch. Das ist eigentlich der beste Effekt an ihm hier. Bei Deckungswechsel Gegner erhält Attributsabzug, Künstlerkarten-Zielgeschwindigkeit Stufe 1 down für 15 Zeiteinheiten. Bei Deckungswechsel gegen Schlagangriff, Gegner wird in die Ferne geschleudert, in Kombination mit zusammen bla bla bla, Spezialangriff konterbar. Und der Rest ist leider nur für Cyborg interessant. Ich spiele ihn aber wie gesagt hier im Movie-Saga-Team. Im Cyborg sehe ich den leider irgendwie nicht. Weil ich könnte ihn da nicht gut buffen und müsste wieder halt alles andere rausnehmen, damit es irgendwie funktioniert. Ich habe dann jetzt mal hier so ein Broly-Mix-Team genommen. Da er ja fusionierter Kämpfer ist, wird er auch durch Gogeta gebufft. Der Grüne kriegt leider nicht ganz so viel Support. Der kriegt einmal Schlagangriff drauf, Schlagangriff-Fernverteidigung und halt Doppelangriff. Muss halt reichen in dem Fall. Ich habe ihn mittlerweile auf Senkai 5, leider nicht auf Stufe 5 gebufft, sondern erstmal nur auf Stufe 4. Zu den Ausrüstungen. Er hat große Auswahl an guten Ausrüstungen in dem Fall. Einmal die hier, die natürlich für ihn perfekt ist, weil sie gibt ihm halt doppelt Verteidigung und nochmal Spezialschaden. Dazu halt große Fernverteidigung und nochmal Schlagangriff hoch, wenn Grün oder Lila anwesend sind. Das ist ja in dem Fall gegeben. Dann haben wir diese hervorragende Ausrüstung, die in dem Fall 28% Schlagangriff bei mir drauf gibt. Nochmal 14% Verteidigung. Und diese Ausrüstung hier, die quasi speziell für Cyborg rot ist. Basis Schlagverteidigung extrem hoch, Spezialangriffschaden hoch und Schlag- und Fernangriff hoch. Also optimal eigentlich. Ja, quatschen wir nicht lang rum. Gehen wir ins PvP und ich erinnere an dieser Stelle nochmal, schaut euch auch das Let's Vote an und stimmt mit ab. Und dann starten wir mal. Unser erster Gegner ist Yosha Free-to-Play. Er spielt God Key. Ich würde sagen, wir starten hier mal mit dem lila Broly. Das Gute an dem Team ist auch, ich habe zweimal Combo Cut, das ist mega praktisch. Wollte nicht so, wie ich wollte. Oh, das hat sogar noch geklappt. Okay, wir wollen ja hier auch mal was anderes zeigen, ne? Interessant ist eigentlich, dass das nicht für Goku Black geht, sein Effekt, ne? Ihr seht, er kann eigentlich noch ganz gut Schaden austeilen, aber ja, ich habe ihn halt von den Sternen nicht so hoch und ja, er ist halt in die Jahre gekommen, ne? Finde ich auch, dass seine Beine verhältnismäßig klein sind zu seinem Oberkörper.
wird einfach nicht so, wie ich will, ne? Hat ja klappen können. Also der erste Kampf ist damit schon mal sehr schnell beendet. Ich weiß nicht, was mit dem war, ob der Lex hat oder... Also bei mir ging es so einigermaßen. Nicht perfekt, aber es ging. War jetzt halt nicht der krasseste Spieler. Weil selbst... oh, den habe ich ganz vergessen. Du hast dein Timing verpasst. Nope. Was ich halt auch extrem schade finde, ich mag diesen Broly. Er ist aber einfach nicht so gut geworden. So, ich sag mal, bei Super 17 ist auch so ein Ding, man muss sich an einem Spielstil mit dem gewöhnen, den man eigentlich nicht gewohnt ist, dann funktioniert der. Da habe ich ihn auch stark unterschätzt. Allerdings, der Broly, ich weiß nicht, der ballert irgendwie nicht. Er ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Bringen wir zum nächsten. Unser nächster Gegner ist... Rich. Und er spielt Saiyan, glaube ich. Ja, da können wir einfach mal wieder unsere Kombination nehmen. Ich finde auch irgendwie, der grüne Broly ist besser gelungen. Weil er ist einfach so ein Allround-Paket irgendwie. Das Geile ist, ich wollte auch gar keinen E-Ball werfen. Ich wollte eigentlich direkt einfach mal... Was wollte ich denn jetzt gerade? Einen Sidestep machen, glaube ich. Beziehungsweise halt angreifen. Boah, warum macht der so viel Schaden? Ah, der hat die Kombo gedroppt. Alter, schon wieder? Der rät aber auch im absolut perfekten Moment, ey. Boah, dabei irgendwie nicht. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein bisschen den Schaden erhöhen. Stand er gerade wütend ab oder hat... Was habe ich da jetzt gerade gesehen? Ja, das war okay. Nicht gut, okay. Nein! Das ist immer schlecht für mich. Ah, gut. Den hätten wir schon mal weg. Damage erhöht. Den wusste ich gar nicht. Ah, komm schon. Wir müssen den hier opfern. Jetzt habe ich keine Chance mehr auf den Sieg. Oh, komm, ey. Das finde ich, warum er das jetzt gemacht hat, aber in Ordnung, nehme ich so. Ich glaube, damit rechnet der nicht. Ich weiß gar nicht, warum der Goku so viel Damage macht.
Weil selbst wenn er den nur 14 Sterne hat, Alter. Auch den hätten wir damit geschafft, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die Vorzüge zeigen konnte. Ich konnte den Damage-Cut noch nicht, den Combo-Cut noch nicht einmal nutzen. Das Ding ist, er ist eigentlich eher eine Offensivmaschine. Und das ist das Schlimme bei solchen Charakteren. Wenn die Offensivkraft runtergeht, weil die halt verschlechtert wurden durch andere Charaktere, die einfach deutlich besser geworden sind, dann ist der Charakter einfach ziemlich nutzlos. Die anderen beiden, habt ihr ja gesehen, damit könnt ihr die Kosten erhöhen, den Schaden, den die anderen machen und so weiter und so weiter. Die haben halt noch einen großartigen Support-Effekt. Der hier wiederum kann einfach keinen Schaden machen. Okay, unser nächster Gegner ist Amiyo. Der könnte eine harte Nuss werden, eine richtig, richtig harte Nuss. Das könnte sein, dass ich da verliere. Das Ding ist, was ich mir gerade so gedacht habe, er hat ja die Fähigkeit, dass er die Kartenziehgeschwindigkeit runtersetzt. Es müsste halt so einen Effekt geben, dass wenn er seine grüne Karte nutzt oder irgendwie sowas, er beim nächsten Auswechsel nur 6 Zeiteinheiten braucht. Das heißt, je schneller er wieder reinkommt, desto langsamer können wir den Gegner ja machen. Das wäre nochmal ein Ausgleich, wenn man ihm nicht übertriebene Angriffskraft geben will. Oder 8 Zeiteinheiten, irgendwie sowas. Dann müsste er halt nur seinen Effekt dementsprechend auch lange halten, damit man den so ein bisschen stapeln kann. Vielleicht so auf -2. Ja, damit habe ich leider nicht gerechnet. Spezialangriff auf der Hand, wenn man die macht. Noch halte ich mich. Auch gut. Schade, hätte ja klappen können, ne? Guckt euch den Schaden an, Alter. Selbst gegen den macht der noch gut Schaden. Hier muss ich echt, also hier muss ich darauf achten, keine Rücksicht auf den Super 13 zu nehmen, sonst verliere ich den Kampf. Auch wenn das nicht passend zu einem Showcase ist, das Team ist von ihm zu heftig, als dass ich das hier riskieren sollte. Hat einfach mal null geheilt, scheiße. Hab den Sondereffekt von Dingens vergessen. Zieh doch die Karte, verdammt! Ja, das war jetzt mein Fehler. Nein! Oh, verdammt! Ja, den Kampf verlieren wir. Das macht Damage, ne? Nein! Ja, ist ja okay. Dass das jetzt mein letzter Kampf wird, ne? Finde ich ein bisschen scheiße. Naja, können wir nichts machen. Das war halt ein High-Offensive-Team und mein Team ist so, naja, gewesen und auch schon ziemlich gehandicapt. Dafür habe ich mich aber gut geschlagen, finde ich. Ja, Super 13, was haltet ihr von ihm? Schreibt es mir in die Kommentare und ich sage dann erstmal bis dann und ciao.